Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Spezial. Nur schon Let's Play Spezial auf der Great Field. Wir sind bei 600 Hektar Zuckerrüben gelandet. Ja, ich habe es in der letzten Folge schon was erzählt. Es blieb mir leider nichts anderes übrig, als die Ernte an sich nachher zusammenzufassen. Das Ganze auf einem Platz unterzubringen sozusagen war nicht möglich. Die Anzahl der Fahrzeuge hat nachher den ganzen Spaß ruckeln lassen. Ich meine, ich habe keine, ne? Ich habe einen i7 hier drin, der nicht gerade klein ist mit 4x4 GHz, 32 GB RAM und sowas. Also, ne? Es läuft eigentlich sonst, sag ich mal so. Und ja, da haben wir uns ja entschlossen, das habe ich letztes Mal schon gemacht, dass wir die Maschinen voll laufen lassen, stehen lassen. Ich die Summen aufschreibe, die die Maschinen drin haben und ja, dann halt nachher am Schluss alles zusammengezählt wird. So einfach ist es. Was ich jetzt hier sehe, oder was jetzt hier seht jetzt in der Folge, ist eigentlich ganz einfach. Ich zeige euch immer den Anfang, wie die alle fahren. Ich kann mal die Übersicht zeigen. So sieht das Feld aus. Ja, ist erschreckend. So sieht es nach nichts aus. So sieht man schon mehr, aber ja, meistens sieht man wahrscheinlich so. Da seht ihr den Part. Das sind die Bahnen, die schon rausgeschlagen worden sind. Vorne seht ihr dementsprechend schon einigermaßen clear. Ihr seht überall Maschinen fahren auf den Spuren. Diese Maschinen werden einfach voll fahren, bis sie sich nicht mehr bewegen können. Das ist der andere Punkt. Ich habe leider keine Ahnung von der ganzen Gewichtsgeschichte, wie das läuft. Ich habe zwar die Bestände erhöht, also die Kapazität erhöht, aber das Fahrverhalten und sowas, das passt sich ja dementsprechend anscheinend des Gewichtes an, der drin ist. Und irgendwann so zwischen 900.000 und 1 Million kacken die Maschinen einfach ab. Ja, hier fahren jetzt 21 Maschinen. So viel sind jetzt hier am Start. Und diese 21 Maschinen werden wir jetzt vorlaufen lassen. Okay, ihr seht ihr zwischendurch, ich kann die Sachen hier durchschalten. Ab und zu haben wir einer hier eine Spur beendet. Den setzen wir halt dann woanders wieder an. Ne, noch können sie sich bewegen, also werden sie auch noch bewegt. Ihr seht selber, sie fahren aber schon ziemlich stückelig sozusagen, um es mal so auszudrücken. Und ja, ich versuche sie dann weiter hinten einfach eine Spur alleine zu geben, wo sie sich dann auch voll fahren können. Weil wenn sie natürlich sich schon gar nicht mehr bewegen können und sie sind noch nicht an dem Limit, was ich mir gedacht hatte, dann müssen wir halt so abrechnen. Ja, diesmal sind es halt 21 Stück. Ihr seht, Zuckerrüben Prozente darf zwischen 1 und 3 Prozent da oben stehen. Bei so 8 bis 9 Prozent ist Feierabend. Das heißt, ihr werdet gleich also den nächsten Sprung sozusagen von mir erleben. Wir werden gleich halt einen zeitlichen Sprung machen und dann wird es halt, der nächste Sprung wird halt dann schon das Ende dieser Maschinen sein. Das heißt, dann werden wir die Bestände geben. Ich werde nämlich die Bestände alle nur aufschreiben und dokumentieren und dann die Maschinen komplett verkaufen, wenn ihr dabei seid. Das heißt, ich werde jetzt nicht irgendwie mir was zusammenmogeln oder hier ein Feld leer machen oder irgendwas anderes machen, sondern es wird halt nur dann dementsprechend auch sozusagen notiert und auch nur dann, wenn die Maschinen notiert sind, dann seht ihr, wie ich es alles verkaufe. Danach kaufe ich halt neue Maschinen, da braucht ihr ja nicht unbedingt bei sein, sondern ihr seht dann halt wieder, wenn ich halt starte mit den Maschinen, so wie ihr es jetzt ungefähr seht, wenn ein paar Prozente da sind und die Jungs alle wieder am Fahren sind, dann seht ihr wieder das Ende und so wird es jetzt erstmal weitergehen. Bis wir dann nachher beim Finale sind. Ich weiß nicht, wie lang die Folge wird. Also das hier wird die letzte Folge sein. Wir werden definitiv am Ende dieser Folge ein Ergebnis haben. Zwischendurch setzen wir natürlich Maschinen an, die sich dann entgegenfahren. Ne, ihr seht selber, hier fahren einige Spuren, sehen ziemlich wirr aus. Und wir haben anscheinend auch einige Treffer untereinander. Na, wo sind sie denn? Da sind die Übeltäter. Ne? Die sagen sich hier, was ist hier los? Ich möchte aber hier... Ja. Dann ist ja gut, dann sollst du hier auch. Der wird jetzt einfach umdrehen und weitermachen. Ihr seht selber, die Maschinen sind jetzt hier mit 300.000 schon sehr schwer zu handeln. Sie brauchen also ungefähr 2 Stunden, bis sie bremsen, so gefühlt wenigstens. Ich werde jetzt den hier einfach nur hier weiter in die Spur setzen und hoffe, dass ich ihn hier volllaufen lassen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, also ich werde ihn einfach nur, ihr seht, das macht ja nicht viel Spirenzchen drum. Ich setze einfach Helfe an und lasse die Jungs fahren und
die Maschinen, die leer sind, die als nächstes dazukommen, machen natürlich erst die Reste weg, bevor ich sie dann auch wieder auf die restlichen großen Spots ansetze, die wir noch haben. Ja, dann mache ich jetzt erstmal hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn die Maschinen hier voll sind. So, da sind wir wieder. Ja, wir werden jetzt mal die nächste kleine Abrechnung machen und ich werde den ganzen Spaß verkaufen. Und dann geht's weiter. So, da ist Nummer 1. 970.731 und 814.476 704.405 903.735 812.712 952.991 838.464 701.946 869.170 931.384 922.231 936.103 902.686 881.809 901.386 931.182 961.129 891.681 815.272 735.937 842.493 und dann sind wir wieder im Zug und dann sind wir durch. Da wird es jetzt von vorne losgehen. Also, ihr habt die ganzen Zahlen live mitgekriegt. Jetzt kriegt ihr nicht nur das live mit, sondern wir werden auch noch live in die Garage gehen. Und ja, ich werde jetzt hier alle Schneidwerke verkaufen und alle Fahrzeuge verkaufen. Die Ernte ist ja gerade notiert worden von mir. Dann werde ich alle Fahrzeuge neu kaufen. So. Das dürften jeweils 21 Stück sein, deswegen dauert das einen kleinen Moment. Aber ich hatte ja gesagt, ihr seid live dabei, damit ihr mal seht, was ich da mache. So, die Schneidwerke sind durch. Jetzt kommen die Fahrzeuge. Ja, ihr seht unten, der Balken, der rückt schon langsam ein. Da sind die letzten drei. Ja, und da seht ihr, dass der ganze Spaß leer ist. Auch auf der Map seht ihr, ist es nichts mehr zu sehen. Da sind die Streifen, da stehe ich selber. Ihr seht, es ist schon eine ganze Menge passiert.
Aber es ist auch noch eine ganze Menge zu machen. Ne? Vor allem nachher die ganzen kleinen Reste. Ich habe jetzt einmal abgespeichert. Ich werde jetzt wieder in den Shop gehen und ja, ne? So, das waren die 10 Schneidwerke. Jetzt brauchen wir den letzten hier aus der Reihe. So, jetzt habe ich schon mal jeweils 10 gekauft. Wenn ich jetzt hier durchskippe, dann sind wir erst bei den Loks und ja, da seht ihr die Sachen nebeneinander liegen und damit werde ich jetzt wieder loslegen, die ganzen Sachen machen. Das, was ihr da noch seht, diese Helferliste, das ist immer noch, weil es halt teilweise ich natürlich dann ne, hier aus dem Game aussteige, indem ich auf dem Desktop noch irgendwas anderes mache und den Spaß hier durchrattern lasse. Ne? Und wenn dann halt jemand 5 Minuten voreinander steht, dann laufen natürlich die ganzen Meldungen da oben durch. So, aber ich werde jetzt wieder einen kleinen Schnitt machen und wenn das Ganze wieder am Laufen ist und ich wieder alle 20 am Laufen habe, diesmal werde ich mal nicht 21 machen, sondern nur 20, dann seht ihr wieder einen kleinen Einblick und dann wird es dann wieder zum nächsten Abrechnung gehen. So, ja, dann sage ich mal bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, sind jetzt gerade alle sozusagen in Gang. Wir haben einige Bahnen noch extra einzeln gemacht, dementsprechend so schmale Teile. Andere Blöcke wieder angenommen. Ihr seht selber einzelne, einzelne, einzelne. Nein. Teilweise halt Blöcke, teilweise einzelne Bahnen. Ich muss natürlich dementsprechend ab und zu mal welche umsetzen, die natürlich dann jetzt gerade nicht mehr fahren oder die gerade meinen, sie möchten nicht mehr. Aber ihr seht, es ist erstmal wieder alles im Gang. Der möchte nicht mehr, weil der blöde kleine Streifen ihn nicht mag. Den setzen wir mal gleich ein. Heb dich ganz woanders mal wieder an, sozusagen. Ich fahre mal eine ganze Ecke hoch mit ihm hier. Hoch meine ich jetzt im Sinne von, so wäre die Karte richtig. Und ihr seht, hier fahren schon überall welche. Das heißt, ich fahre jetzt immer weiter zur Außenseite, die am weitesten weg ist halt von der Shop-Seite halt. Ja, ihr seht hier die verschiedensten Spuren fahren, alle fahren irgendwie wo hin und her. Sind halt einfach 20 auf dem Feld und die tun ihre Arbeit, so simpel ist es. Das dürfte der äußerste gewesen sein. Da werde ich jetzt auch, wenn das hier eine kleine Hackecke gibt, aber das ist kein Problem. Werde ich mich einfach wieder ansetzen, das nachher zu korrigieren ist einfacher als wenn ich. Also wenn ich jetzt erst da ganz hinfahre, das ist leider. So, der ist auch fertig. Steigen wir hier einmal aus, hüpfen noch einmal um. Ich werde dann den hier rein. Ich muss natürlich so langsam darauf gucken, wie viel Gewicht die Jungs jetzt haben. Die sind natürlich dann alle nicht mehr die sportlichsten, sag ich mal so. Ich muss auch mal gucken, auf welchen Bahnen fahren schon welche so halbwegs. Das ist alles so ein bisschen Ausgleich. Ich werde mit ihm jetzt mal versuchen, relativ weit durchzufahren hier, dass er an der letzten Stelle ist sozusagen. Ein anderer steht noch, da wollen wir gleich mal hinskippen und ja, den werde ich dann auch wieder zum Fahren bringen und ja, ihr seht selber oben rechts ist die Uhr, also es kostet alles schon einigermaßen Zeit, was man hier so macht. Es ist auch witzig, es macht auch Spaß, ne? Man muss halt sehen, dass man alles hier in die Gegend kriegt, aber man muss auch, wie man jetzt sieht, da halt, ne, Blockadebrecher spielen, sag ich mal so, weil die Jungs, die sich zum Teil echt gegenseitig aufhalten dann. So. Ja, da haben wir sie schon. Ja, das muss man halt ganz simpel machen. Ich werde es jetzt ganz simpel machen. Ich werde ihn jetzt hier einfach kurz mittig ansetzen, gleich wieder aussteigen.
gucken, was der andere macht. Der. Der dreht selbstständig, ist aber noch gar. Ja, aber wie ihr seht, ne, der nächste Schnitt wird kommen und dann werden wir wieder die Abrechnung haben. Dann sag ich mal, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Die nächste Abrechnung erfolgt. Ich werde wieder mal die Geräte durchgehen. Ne, ihr seht ja an der Liste oben von Inspect auch mal, in welcher Position ich bin und dass ich mal eine Runde weiter rücke. Und dadurch werde ich jetzt die Nummern einmal ansagen. So, und die erste 724.478. Ne, ihr seht, ich halte ihn dementsprechend dann in dem Moment ab, falls auch jemand fahren sollte. 940.868. 909.329. 463.917. 745.448. 662.799. 730.004. 820.937. Da kommt der Stopp. 894.435. 855.092. 871.618. 503.342. 820.182. 654.092. 875.644. 541.371. 791.716. 453.414. 535.439. 797.366. Und jetzt sind wir einmal durch. Ja, was ich natürlich jetzt noch mache nebenbei, das seht ihr jetzt hier im Shop, wir gehen in die Garage und ich werde in eurem Beisein wieder den kompletten Fuhrpark verkaufen. Damit das Video nicht zu lang wird, werde ich jetzt den Start des nächsten Fuhrparks jetzt nicht aufnehmen. Ich werde gleich wieder 20 Geräte kaufen mit 20 Schneidwerkzeugen und werde halt das Ganze wieder starten. Und ihr werdet dann die nächste Abrechnung sehen. Ich werde euch zum Fortschritt gleich am Ende des Verkaufs hier noch einmal zeigen. Einmal die Karte zeigen, damit ihr seht, wie es dann aussah zu dem Zeitpunkt, dass ihr das auch nachvollziehen könnt, was ich hier mache. Wie gesagt, es ist zwar schade, dass wir es nicht mehr darstellen können in einer anderen Form, aber wie gesagt, das System, was nicht zwangsweise nur an meinem Rechner liegt, sondern auch an Engine-Kapazitäten liegt. Klar, es ist natürlich für solche Extreme nicht gemacht, das macht ja sonst auch, ne, im Normalfall keiner. Ich kann natürlich, ne, wirre Menschen kommen auf wirre Gedanken, ne. So, wie ihr seht, laufen jetzt gerade durch die letzten Geräte.
So, damit ist natürlich die Bestände, die ich gerade aufgeschrieben habe, auch futsch. Ich kann das rausgehen. Ihr seht, ich kann nur zwischen den Loks hin und her schalten. Hab das Fahrzeuggeld gekriegt. So sieht das Ganze aus. Zuckerrüben komplett. Und am besten zu erkennen ist es auf dieser Seite. Da seht ihr selber, es sind noch einige blaue Spuren über und auch blaue Blöcke über. Es sieht aus, als hätten wir den Großteil dementsprechend bereits hinter uns, aber wir werden jetzt mal schauen, wie viel es danach im Endeffekt werden. Ich werde jetzt, wie gesagt, die nächsten dann ansetzen und dann schauen wir mal dementsprechend. Ja, dann sage ich, ja, bis gleich zum nächsten Anschnitt. So, liebe Leute, da sind wir wieder und es wird das Finale sein. Also der Abrechnungsblock wird der finale Abrechnungsblock sein, sagen wir es mal so. Das blockiert, was ihr da noch seht, das müsst ihr euch nicht von irritieren lassen, das gehört noch irgendwie dazu. Ich werde jetzt die Geräte einmal durchgehen und dann werden wir den ganzen Spaß verkaufen und dann gucken wir mal. Also wir fangen an mit 862.917. 800.864, 509.966, 438.132, 717.703, 881.855, 855.296, 690.816, 573.518, 436.648, 634.872, 358.284, 549.696, 719.122, 505.151, 618.643, 797.820, 399.080, 462.793, 338.626. Und da sind wir durch. Ja, das waren die letzten Zahlen. Es wird jetzt noch einmal einen Schnitt geben. Nach dem Schnitt, ja, was soll ich sagen? Nach dem Schnitt haben wir das Endergebnis. Was ist draus geworden sozusagen? Wir haben das Feld dann leer, die Maschinen sind weg. Die Maschinen kann ich auch jetzt, falls ich Tasten drücken würde. So, die Maschinen kann ich jetzt theoretisch gesehen auch in eurem Beisein verkaufen hier. Das waren also die letzten. Ich zeige euch natürlich auch gleich nochmal die Karte. Aber die Karte kann ich auch gleich beim nächsten Schnitt auch zeigen. Das ist egal. Verkaufe eh gratis Fahrzeuge. So. Schneidwerkzeuge sind schätzungsweise gleich mal durch. Ja, da kommen schon die. Ja, ist natürlich jetzt, um mal Fazit zu schließen, ein bisschen anders gelaufen wie gedacht. Ich hätte natürlich lieben gerne die ganzen Fahrzeuge da stehen gehabt voll, aber ihr habt selber sie gesehen, die fangen an zu zittern, auch andere Sachen klappten nicht mehr, irgendwann wollte halt nicht mehr mit den Fahrzeugen, dass so viele Sachen gleichzeitig drauf waren, als wir über 100 Items gleichzeitig drauf hatten, also Schneidwerkzeuge, Fahrzeuge, Abfahrzeuge, da, ja,
das wäre einfach gar nicht mehr anzugucken gewesen. Aber ich wollte auch das Ergebnis haben. Ich wollte halt wissen, wie viel kommt da runter original. Und ich hege leider die Vermutung, dass wir unter der 100-Millionen-Grenze liegen werden. Sogar ein ganzes Stück. Aber wir schauen einfach mal. Ich mache jetzt die Karte nochmal auf. Da seht ihr das gute Stück. Das, was ihr an ganz dünnen blauen Streifen seht, das sind einspurige Rübenbahnen oder ganz kleine Stücke, die sehr oft unterbrochen sind. Also es wäre halt sehr, sehr großer Aufwand gewesen, die noch nachzuholen. Das sind dann vielleicht, lass es vielleicht 2.000, 3.000, 4.000 Stück sein, die uns da dann durch die Latten gehen, sag ich mal so. Aber sonst seht ihr selber, das Feld ist leer. Es ist komplett abgeerntet. Wie gesagt, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Schnitt und dann melde ich mich dann gleich noch mal mit dem Endergebnis. So, ja, da sind wir wieder. Ich werde euch mal die Zwischensummen eben kurz sagen von dem, was jetzt so rumgekommen ist. Wir haben ja sozusagen vier Entleerungen gemacht, wenn ihr so wollt. Bei der Größen, wo ich noch 30 Fahrzeuge stehen hatte, waren wir auf 24.410.600 gekommen. Bei der zweiten Ausladung mit 21 Fahrzeugen waren wir gekommen auf 18.221.929. Mit den 20 Fahrzeugen als dritte waren wir bei 14.591.491. Und bei der Restegeschichte, die ich halt vorhin als letztes gemacht habe, waren das nochmal 12.151.812. Ja, und damit kommen wir dann auf ein Gesamtergebnis von 69.375.932 Liter Zuckerrüben. Ja, es hat sich natürlich, ne, wenn man sich das Ganze so guckt, ne, und man würde das jetzt pro 1000 Liter umrechnen, sieht man natürlich, und wir würden halt gucken und der Preis würde ja derbe zusammenbrechen, wenn wir den Spaß verkaufen würden, auch wenn wir am Anfang mal wie 300, 400 noch kriegen. Nachher sind es dann nur noch um die 10 oder sowas in der Richtung. Das heißt, wenn man sich den ganzen Spaß jetzt guckt, dann müsste man die beiden letzten streichen. Und dann hätten wir 693.759 gemacht an Euro. Das ist natürlich Quatsch, weil wir haben natürlich immer über den Fuhrpark gekauft, verkauft, gekauft, verkauft. Ne? Da natürlich haben wir derben Verlust gemacht. Unsere Ausgaben von knapp 35 Millionen stehen überhaupt nicht zur Relation dazu. Aber ich dachte, selbst wenn wir jetzt die Gerätschaften alle gekauft hätten, hätten sie wieder verkauft, hätten wir bei der Menge, wenn wir sie auf einmal verkauft hätten, auch keinen Gewinn gemacht, behaupte ich. Ja, wie gesagt, 69.375.932, das ist das Endergebnis. Ja, ich bedanke mich vielmals dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr die Statistiken über euch habt ergehen lassen. Vielleicht wart ihr auch einfach nur gespannt, was für ein Ergebnis war. Ja, die Programmberechnung hat leider nicht hingehauen. Die sagte ja ursprünglich aus. Wir haben uns ja an dreimal düngen und einmal pflügen gehalten, dass da über 100 Millionen rauskommen sollte. Aber ihr habt gesehen, das Feld ist leer und wir sind nicht mal bei 70 Millionen gelandet. So sieht es halt im Endeffekt aus. Ja, die Hektaranzahl stimmte auch. Das konnte man in den verschiedenen einzelnen Arbeitsgängen in der Statistik sehen. Zu eurer Information. Das Ganze hat jetzt knapp 28,5 Stunden gedauert. Ihr habt natürlich dann nicht mal ein Viertel davon gesehen. Vom Anfang habt ihr relativ viel gesehen von den einzelnen Arbeitsgängen. Aber wie gesagt, am Schluss, es waren ja nur noch die Wagen fahren lassen und sammeln lassen. Ja, aber wie gesagt, das war das Special. Hiermit beenden wir es. Das ist das Finale und das ist das Ergebnis. 69.375.932. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr auch meine anderen Let's Plays reinschaut. Specials, falls ich sie nochmal machen sollte, das nächste. Macht auch gerne Vorschläge, was ihr noch gerne mal als Special sehen wolltet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Würde mich natürlich auch über den berühmten Daumen nach oben freuen, wie auch ein Abo, wenn euch das Ganze insgesamt gefällt oder mein Kanal insgesamt gefällt. Und natürlich auch ein Share, wenn ihr sagt, sowas Verrücktes müssen sich auch mal andere angucken. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, die Leute, die mich auch mal schon fleißig unterstützen. Und ja. Bis zum nächsten Special. Oder bis zum nächsten Let's Play.